So, hallo, nach unserem kleinen Ausflug in die Welt der Geografie geben wir uns wieder zurück zu GeoGuessr, was natürlich immer noch die Welt der Geografie ist, aber jetzt mehr als Spiel. Musik. Lol, oh mein Gott. Ja, das ist etwas laut, weil ich zwischendurch wieder privat Spotify gehört habe. So, gut, jetzt sollte es passen. Ja, das sieht okay aus. Ja, wir machen einfach weiter. Ne? Ich würde sagen, erstmal schnell Daily Challenge. Und dann ging das. Ja, also ich kann es auch nicht lange aufnehmen. Aber ich denke, ein bisschen sollte gehen. Hallo? Nice. Nice Daily Challenge. Ah ja. So. Ist jetzt natürlich spannend, wenn wir irgendwelche... Warum ist da... Es sieht aus, als ob da mal eine Leiche lag. Also das ist doch... Das ist doch kein... Kein Verkehrssymbol, so von wegen. Aber sowas würde doch eine Gerichtsmedizin wieder wegmachen. Ich hoffe mal, das haben einfach nur Kinder dahin gezeichnet. Oh, oh. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn da gelandet? Okay. Da kommt ja gleich super Stimmung auf. Oha. Oha, ich wünschte, ich hätte mich nicht umgesehen. Ah, das war nicht so gut. Nee, daraus kann ich kein Land rauslesen. Oh, jetzt sind meine Gedanken natürlich bei dem Unfall. Steht leider auch nicht dort, aus welchem Land es kommt. Aber es könnte ein Bergland sein. Weiß es nicht. Oi. Kann ich hier vorne irgendwas rauslesen? Oh, wenn man jetzt wieder Flaggen gekonnt hätte, na? Das heißt, dass Bolivien... Was Ähnliches zumindest? Könnte das Bolivien heißen? Sollen wir es mal drauf ankommen lassen? Lass uns mal drauf ankommen. Ecuador! Das ist witzig, weil gerade habe ich einen Kommentar von Zylaikan gelesen. Der geschrieben hat, Ecuador liegt ja genauso, und jetzt sieht man das hier auch, perfekt sieht man das hier jetzt. Ecuador liegt genauso wie Äquatorialguinea am Äquator, ja. Und, da kommt sogar der Name Ecuador her. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist schon nice. Hier Ecuador. Genau, hier Äquatorialguinea und hier Ecuador. Okay. Na, also. Ah, ich sehe auch gerade, hier sind natürlich, wenn wir das jetzt hier spielen, sind dann natürlich immer die englischen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dann manche Länder gar nicht konkret erkenne, aber die scheinen im Deutschen recht ähnlich zu sein. Ne? Ich meine, Kolumbien, klar, Kolumbien. Logisch. Aber so an sich hat man da nicht viel verändert. Jamaika, Haiti, Dominikanische Republik. Klar, halt auf Englisch geschrieben. Logisch. Ich glaube, dieses Montserrat ist kein extra Land. Na, sonst hätten wir das ja gehabt. Martinique kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Das hier erst. Ja, Grenada, Trinidad und Tobago, das hatten wir alles.
Es ist schon faszinierend, wie man jetzt mehr so ein bisschen auch erkennt. Es ist ein bisschen komisch, weil es jetzt die Farben nicht hat und so, ne? Aber hier Namibia, Simbabwe hier mit Z geschrieben, okay. Klar, Südafrika war schon immer logisch, Madagaskar und jetzt sind hier. Wait a moment. Waren hier nicht drei Inseln noch? Die waren hier nicht bei dem Geografiespiel hier irgendwo drei Inseln noch eingezeichnet? Ach da, das war das hier, Komoro. Okay, das ist dann. Okay. Da muss man dann sagen, vom Verhältnis her, ich gehe jetzt mal ganz kurz. Komm, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Einfach mal verglichen, das ist praktisch die Google-Karte. Ja, das ist praktisch die Google-Karte. Die Google-Karte und diese Karte hier vergleichen. Ach doch, ich wollte gerade sagen, dann ist das Verhältnis aber ziemlich klein. Aber nee, die haben hier Madagaskar auch am großen. Habe ich mich einfach falsch erinnert. Habe ich mich einfach falsch erinnert. Und wo sind jetzt hier die Seychellen? Ach da. Okay, das ist. Das haben die ja auch hier so als so ein Gebiet gemacht, praktisch. Okay, und da ist Mauritius. Das ist dann da. I see, I see, I see. Mein anderer Fail. Tansania und Dracula. Ich musste so lachen, als ich den Kommentar gelesen habe. Ich glaube auch von Zuleikhan. Also, das war es wirklich komplett. Ja, ich hab bei Tansania irgendwie an Tasmania. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich das mit Dracula verbunden habe. Aber gut, ist passiert, ne? Passiert. Ansonsten, ne, Elfenbeinküste sieht jetzt aus hier. Côte d'Ivoire ist wahrscheinlich der englische Name. Wahrscheinlich ist es Englisch. Gambia und Senegal. Hier auch diese Schlange. Das ist einem vorher nie aufgefallen. Jetzt haben wir uns ja damit beschäftigt, so ein bisschen mit den Ländern. Jetzt fällt das schon alles so ein bisschen auf. Ich könnte jetzt nicht alle wieder auswendig sofort zuordnen. Ich werde übrigens so in einer Woche nochmal einen Test machen und gucken, wie viel ich dann noch weiß, ohne zwischendurch nochmal zu üben. Na, das ist ganz wichtig, dass ich nicht zwischendurch nochmal übe, weil sonst bringt der Test ja nichts. Also ich will ja testen, wie viel nach einer Woche hängen geblieben ist von selbst. Mit ganz viel Ablenkung zwischendurch. Wir werden wieder Fernunterricht haben. Ich werde also wieder unterrichten in der Zwischenzeit und so weiter und so fort. Na, Ferien sind dann vorbei. Aber ja. Mich interessiert es nur gerade, das ja alles so durchzugehen, was wir alles hatten, was wir alles gesehen haben. Na, das ist schon, also dieses Weltkartenspiel war schon recht passend. So, hier Mongolien auch. Kasachstan war das Größte, klar, Russland logisch. Aber das auch hier alles. Doch, das haben die schon gut gemacht, diese Karte. Muss man sagen. Muss man sagen. Finde, die Karte ist echt gut geworden. Syrien, Irak, Iran das Größte. Afghanistan in der Mitte, Pakistan unten, klar. Ja. Schön, schön. Das interessiert mich nur kurz. Ja, genau. Ich glaube deswegen, genau aus dem Grund hier, genau deswegen wurde das Schwarze Meer auch als Meer gesehen, während das Kaspische Meer kein Meer ist, weil es keine Verbindung hat zu einem richtigen Meer. Ich glaube, das ist der Grund. Aber das hier geht ja praktisch ganz raus am Ende. Das ist ja kein Land mehr. Okay, egal, wir spielen weiter. Okay. Ich hätte auch Bergketten machen sollen. Wo ist denn der Kilimanjaro? Irgendwie sieht das so ein bisschen. Ist das kanadisch? Dimitri. Nee, das ist Grie. Also, das könnte griechisch sein. Klar gibt es Dimitri auch in anderen Ländern vielleicht. Vor allem kann ja auch ein Laster von dem einen Land in dem anderen Land rumfahren.
Na, auch so ein Dimitri-Laster könnte man auch in Deutschland jederzeit sehen, deswegen ist Deutschland nicht Griechenland. Die Frage wäre, sehen wir irgendwo griechische Buchstaben? Auf jeden Fall eine schöne Region. Aber ich sehe keine griechischen Buchstaben. Leute, wo ist denn der Kilimanjaro? Und warum denke ich bei dem, was ich hier sehe, an den Kilimanjaro? Euro-Diesel? Wird ist das auf Deutsch geschrieben? Ah! Euro-Diesel, Diesel, Ninedet, Lubri irgendwas? Ist auf jeden Fall nicht mehr. Das ist aber auch nicht kanadisch. Where are we? Bridgestone gibt's halt auch überall. Nützt mir auch nichts. Auto Serrani nützt mir auch überhaupt nichts. Glaube, da vorne waren. Ah, Verkehrssymbole! Und geht's. Tepelene, Geokraster, Memaliai. Oh, jetzt müsste man wieder Ortschaften kennen, ne? Ich bin aktuell so ein bisschen südamerikanisch wieder unterwegs. Oh Gott. Wahrscheinlich blamier ich mich damit wieder auf die Knochen. Aber das hat so. Und wir fahren nach Mamalia. Ich will da runter. Darf ich da runter? Darf da nicht runter. Ja, jetzt finde ich irgendwo in Südamerika ganz schnell ein Tepelene. Wahrscheinlich nicht. Da müsste ich jetzt schon ein riesiges Glück haben und es müsste schon eine große Stadt sein. Ansonsten klicke ich einfach bei Brasilien irgendwo rein. Es wird Quatsch sein, aber ist egal. Ach, Albanien! Dann ist der Krieg, der hier, der Dimitri, ne? Ist der aus Griechenland mal eben nach Albanien gedüst? Da ist Tepelene. Hätte man gewusst, wo Tepelene ist, hätte man ganz gut schätzen können sogar. Wer hätte es gewusst, schreibt es jetzt in die Kommentare. Nein, wartet, wenn das hier wieder durch ist und schreibt es dann in die Kommentare, damit ihr auch andere Sachen kommentieren könnt. Wow, 8! Also, dass man für sowas noch 8 Punkte bekommt, ist auch. Ich meine, das ist doch keine Punkt wert, wenn man hier reinchat. Nein, ich nehme die 8 Punkte gerne mit. So ist es nicht. Dwamban. Comuna Varias. Also auf jeden Fall sind wir in Europa. Varias. Welche Scheißflagge, Entschuldigung, an das Land. Welche scheiß Flagge symbolisiert das denn? Blau, gelb, rot. Wir haben es ja hundertprozentig gesehen, als wir Europa durchgenommen haben. Oha. Also ich land heute aber auch. Matat. Biene, Venit. Würdest du im Moment so ein bisschen wieder nach Osteuropa setzen? Kann ich da was Besseres lesen? Binden, huch! Ich mag das Mission auch sehr von ihm. Und Kumu. So, Piece Auto, Envelope, Accessory, Kevali, Magazin Alimentar. Ich geh auf jeden Fall nach Osteuropa. Irgendwas in Osteuropa klicke ich an. Aber ich weiß noch nicht was. Ist mehr lesbar.
Es ist nicht Tschechien. Wir hatten ja dieses gelb, blau, gelb, rot Flaggending. Wo war denn sowas? Wenn ich jetzt im Dings wäre, im Battle Royale. E-Mail-Adresse? Oh, schade. Wenn ich jetzt im Battle Royale wäre, könnte ich ja hier draufklicken und würde das Land sehen. So, jetzt sehe ich das Land ja aber nicht. Dann könnte ich es nach der Flagge machen. Welches Land könnte sowas gehabt haben? Ich habe Klick mal hier mitten zwischen Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien rein, weil ich es kann. Naja, regionstechnisch war es nicht schlecht, das Land war falsch, weil es war Rumänien. Aber regionstechnisch habe ich ganz gut geschätzt. Habt ihr irgendwas gesehen, was hierauf gedeutet hätte? Ich habe nichts gesehen. Ich wette, hier kommen wir nicht raus. Das ist eine Sehenswürdigkeit, die man kennen muss. Das ist das verschollene Bernsteinzimmer? Scheiße, wo sind wir? Sind wir in Versailles? Da waren wir. Irgendwann waren wir hier schon mal, oder? Ich meine mich. Entweder ich war da privat mal, also nicht hier drin, als Tourist, sondern als ich das Spiel mal gespielt habe. Sind wir in Versailles? Ja, wir sind safe in Versailles. Ich meine, das ist französisch. Kammer des Königs. Welches, ich meine, welches andere Touristenattraktionsding würden die denn machen, wo man durchlaufen kann? Die werden ja nicht durch jede beliebige Residenz durchlaufen. Ich glaube nicht, dass man durch die Würzburger Residenz laufen kann mit Google Maps. Ich wette, wir sind in Versailles. Jetzt bleibt nur die Frage. Okay. Wo ist Versailles? Aber wir haben das Château de Versailles. Wenn es da nicht ist, dann habe ich komplett verloren. Ha, nice. Aber nicht volle Punktzahl, denn ich bin immer noch zu weit weg gewesen. Wir waren hier in diesem Bereich. Das hätte man natürlich wissen müssen, dass man in diesem Bereich war und nicht hier drüben. Aber hey, Versailles, okay. Not bad. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Wenn ein Plakat nicht überzeugt, hängt einfach 30 auf. In so einer Wäschelei. Warum denn immer der gleich? Also. Das ist ja mal interessant. So, krieg ich eine E-Mail-Adresse irgendwo her. Lustig wäre es jetzt gewesen, wenn genau der Baum die Domain versteckt hätte. Also mit Sicherheit ist das irgendwas Ostasiatisches, so spontan gesagt. Eine Telefonnummer, E-Mail möchte ich gerne, E-Mail möchte, ja doch, E-Mail möchte ich gerne haben oder Homepage oder sowas. Hotel Prince. Das sind das Fahndungsplakat. Was ist das? Ne, es sind Wahlplakat. Ich weiß nicht, aber warum denn immer das gleiche nebeneinander? Also, es hätte doch eins vielleicht ein bisschen größer gereicht, dann hätte man es auch lesen können. Aber warum denn immer das Gleiche? Das ist ja voll creepy. Stellt euch mal vor, wir fahren in Deutschland, so keine Ahnung. Und ich meine, klar, da ist es auch so, dass dann an jeder
Säule, wenn man so eine Straße entlang fährt, hängt dann die Merkel oder so, aber halt nicht fünfmal nebeneinander. Über einer Ampel hängt nicht fünfmal die Merkel. Das klang jetzt übrigens ziemlich falsch. Aber das Bild von der Merkel meine ich. Mann. Der Frau Merkel natürlich. Ach, universal können wir wieder schreiben. Ah ja. Boah, Leute. 34 Sekunden. Ich bin viel zu langsam hier unterwegs. Oh, keine E-Mail. Schade. Tigerzement. Hast du eine E-Mail? Ihr habt alle keine E-Mail. Überhaupt Internet? Ach, Schande. Ach, ich muss irgendwo hinklicken. Südasien, Quatsch, Ostasien, keine Ahnung. Ich habe irgendwas angeklickt. Das war Bangladesch. Okay. Oh, sogar eine Insel von Bangladesch. Hatia Island. Also die Hatia Inseln. Inseln. Insel. Und wo habe ich reingeklickt? Irgendwie in China rein. Ja gut, in China hätte ich hier nicht reinklicken wollen, aber es war, die Karte war so klein. Ich habe irgendwas kurz ausgewählt. Ich wollte natürlich schon mehr so hier unten reingehen. Hätte ich machen. Ich hätte näher ranzoomen sollen, aber ich hatte nicht mehr viel Zeit. Bin ich in leichte Hektik geraten. Minimale Hektik. Minimale Hektik. Ach ja, was ich auch noch ergänzen möchte. Hat auch, glaube ich, Sülay Khan geschrieben, weil ich doch mal meinte, warum sind denn die Länder so wie so ein Rechteck? Also wirklich so exakt abgedingst. Und da hat er gesagt, ja, die haben die Ländergrenzen damals tatsächlich auch teilweise einfach mit dem Lineal abge. Also gesagt, hier und hier, zack, zack, und gut ist. So. Ach, das war's schon. Ja, okay, war nicht so erfolgreich. War nicht so erfolgreich. Wie viel hättet ihr gewusst? Wie viel hättet ihr gekonnt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann nehmen wir jetzt schon auf. 22 Minuten. Das soll mir genügen an der Stelle. Jetzt kein Battle Royale. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss den wilden Part noch hochladen, dass der morgen noch kommen kann. Und ja. Wollte halt vor allem nochmal so ein bisschen auch Review machen zu dem hier und sagen, es kommt nochmal was. Also ich werde auf jeden Fall die Weltkarte nochmal spielen, aber ich möchte ein bisschen Zeit dazwischen vergehen lassen, um zu gucken, wie viel ich dann noch aus dem Stand weiß. Natürlich muss ich dann wieder ganz viel skippen, das wird passieren. Aber wie viel ich dann noch aus dem Stand weiß, das will ich gucken. Ja? Ich glaube, sowas wie Mosambik werde ich immer wieder verpeilen. Ich denke, sowas werde ich mal wieder verpeilen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Es gibt halt so ein paar Länder, die macht man einfach immer falsch, wenn man sie einmal falsch macht. Ich bin dafür sowas leider sehr anfällig, Fehler doppelt und dreifach zu machen, die ich einmal gemacht habe. Okay. Wie gesagt, ach komm, wir machen ein ganz schnelles machen wir. Ein ganz schnelles machen. Wo ist es denn? Hä? Wo ist der Battle Royale Mode? Country Streak, Daily Challenge, Pro Leagues, Mapmaker? Was ist Country Streak? In Aror. Nee, das ist es nicht. Browse Maps? Hä, ist der weg? Wait a moment. Bevor ich jetzt hier irgendwas falsch mache, ich muss mal ganz kurz hier aktualisieren. Ich wollte schon sagen, irgendwas passt hier nicht. Guck mal, da ist er. Ich habe einfach die Seite aktualisiert. Ich habe nur zur Sicherheit, ne, nicht, dass hier irgendwas angezeigt wird, wenn ich hier aktualisiere. Von irgendwie Login-Daten oder sowas, da hatte ich jetzt Bedenken, deswegen habe ich euch kurz schwarz gemacht. Ja, okay. Da war er einfach kurz weg an der Seite. Wie passiert denn sowas? Das ist auch mal ganz faszinierend. Aber gut, da ist der Battle Royale Modus. Scheint aber gerade keinen Bock zu haben. Jo, was ist denn los?
Aha! Gut, dass schon die Hälfte der Zeit vorbei ist. Das ist fair. Okay, zwei haben es auch schon richtig. Ja, darf ich auch mal anfangen dann? Cool. Lütfen unüne park et me in. Wie haben die das so schnell wieder rausgekriegt? Aha. Steht da Atatürk? Der Türkei? Ich probier Türkei. Ich probier Türkei. Ich hab eh keine, nicht mehr viel Wahl. Okay, können wir das nächste Land jetzt bitte sofort sehen und nicht erst weißen Bildschirm? Das wäre super. Fantastisch. Nur vier haben Türkei rausge fünf haben Türkei rausgefunden. Okay. Warum nicht? Oh, das sieht voll USA aus, ne? Das sieht voll nach USA aus. So, keine Ahnung, Region Vegas oder sowas. Die Wüste Nevada, keine Ahnung. Ich gehe voll auf USA gleich. Ich muss ja schnell sein. Das heißt, wir probieren es einfach schon mal aus. Weil, was soll ich tun, bevor ich jetzt hier ewig rumwurschtel? Okay, USA war es nicht. Ich habe noch zwei Guesses. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn es nicht USA ist und nicht England, und wir aber so von der Art her, da war gerade so ein Schild, ich glaube, da stand Miles drauf, oder? Weg ist das Schild. Dann war es meistens Australien. Soll ich Australien? Komm, wir probieren es. Was soll's? Oder Neuseeland, aber dann habe ich meine Guesses aufgebraucht. Und dann ist es nachher Kanada, weißt du? Ah, was mache ich denn jetzt? Ich beiß mir so in den Hintern. Wenn ich doch nur ein Schild hätte. Zwei können noch weiter, aber ich muss jetzt was eingeben. Okay, Kanada, Neuseeland ist raus. Ich gehe Kanada. Ich gehe auf Kanada. Okay, was war's? Egal was es war, ich beiß mir gleich in den Hintern, weil bei der Landschaft, das ist doch, kann doch nicht viel Auswahl sein. Okay, Tunesien. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Okay. Okay, dann nehme ich das als Niederlage hin. Gut, dann haben wir Battle Royale wieder gefunden, warum auch immer es weg war. Ihr habt es ja gesehen, es war ganz komisch, es war einfach nicht mehr in der Leiste. Aber zum Glück bin ich ein schlauer Mensch und aktualisiere die Seite, wenn ich verwirrt bin. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.